mir wie viel? 14 kostet das. Okay. Und wann? Yay! Ah, nee. Ist das dumm? Achso, das ist so eine Explosivattacke, was man auch an den Bombenfass sehen könnte. Die Uber sind natürlich nicht schlau, diese eine originalgetreue Attrappe von mir zu unterscheiden. Ganz klar. Es gibt viel zu lernen, lasst uns anfangen. Nein. Eine interessante Wahl. Orks tanzen also nach dem Ding dieser Frau, das Orks tanzen lässt. Auch ich kann Orks tanzen lassen. Und mit Tanzen meine ich sterben, wenn ich sie mit meinem Klingenstab ketzle. Kili 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 kili. So in etwa. So, okay, die können von überall kommen, quasi. Nee, nicht von hier. Hier ist, doch, klar, von hier auch. Gut, so, dann gucken wir nochmal, was wir hier Schönes haben. Das hier nehmen wir mit, den Klingenstab natürlich. Gern gesehenes Werkzeug. Nehmen wir, die brauchen wir nicht, weil die Orks sind ja eh meistens dann feuerfest. Den kann man mitnehmen. Den Handschuh kann man mitnehmen. Und was nehmen wir noch mit? Ja, wie gesagt, Feuer ist recht sinnlos, obwohl. YOLO! Nehmen wir es einfach mal mit. Kann ja nicht schaden. So, wo sind die Risse hier? Das sind die Risse. So, ich würde sagen, ein paar kleine Bogenschützen erstmal hier drauf. Bup. Nennt mir eine Richtung. Bup, bup. Mein Bogen ist euer. So, natürlich schützen die nicht vor den Viechern, die hier hochrennen. Nennt mir ein Ziel. Nennt mir ein Ziel. Aber das macht gar nichts. Denn für die Schlawiner habe ich hier noch was Schönes vorbereitet. So, und die wollen ja alle zum Riss. Okay, na gut, probieren wir es mal. Okay, sie brechen hier durch. Macht nur. Kein Problem, immer rein. Immer rein. Wir haben Platz für alle. Wir können jetzt so eine Schwingkeule hinsetzen, die ich übrigens nicht habe. Was ganz fantastisch ist. Ganz hervorragend, möchte ich fast sagen. Was runter von meinem Fuß? Die treten sich ja gegenseitig auf die Füße, weil es so viele sind, ne? Yeah, mega, mega nice. Mega, mega nice. Hier werden die ein bisschen zusammengepercht. Das ist ganz gut. Na komm, sterbt. Bitte! Okay, gut. Das hätten wir schon mal geschafft. Nur weil wir eine Welle überlebt haben, heißt das noch lange nichts. Jetzt kommen sie nämlich von der anderen Seite. Mann, das ist doch uncool. Das ist doch uncool. Das ist doch uncool. Das ist doch uncool. Zack. Ups, auf dich wollte ich gar nicht. Ich wollte auf die Gruppe da hinten schießen. Ja, ich weiß. Ich hab's gesehen. Weg. Es ist sehr schön, dass man die Ogas hier verbrennen kann, weil Oga-Barbecue ist auch in Deutschland eine sehr beliebte Angelegenheit. Oh, das ist gerade ziemlich laut hier! Seid doch mal leise. Halt, stopp! Ja, hetzt du mal, hetzt du mal, hetzt du mal. Toll. Willst du meine unermesslich große Horde bis zum Ende deiner Tage bekämpfen, Wurm? Muss ja. Füge dich mir. Oh, bitte nicht doch mehr aus, gruselige Forschung. Ich habe noch keine Chance. So tapfer wie töricht. Aber auch du wirst am Ende um Gnade winseln. Oho,
ganz schön prahlerisch für jemanden, der sich hinter einem Haufen dummer Orks versteckt. Dein Orgo kennt mich schon seit Jahren, Kind. Und ich kenne ihn. Ich gehörte ihm einst an. Aha! Voll interessiert. Er denkt sich wahrscheinlich auch so, das ist eine verrückte Alte. Oder vielleicht denkt er sich auch, crazy bitch. Aber nein, wir können sie ja im zweiten Teil spielen, deswegen ist sie cool. Sie ist cool, sie ist cool, alles cool. Und ich find's gar nicht cool, dass die Orks gerade hier durchkommen. Also, so wirklich gar nicht cool. So, ich brauche auf jeden Fall hier einen Paladin. Und hier ein Paladin. Ja, günstige Stellung. Günstige Bestellung. So, und dann brauche ich hier noch ein paar. Also ein Ding. Bart juckt. Nope! Alter, hab ich gerade viel verwandt. Mann, bin ich gut. Du wurdest so lange belogen worden. Kein Wunder, dass du die Wahrheit nicht erkennst. Weniger Geschwätz, mehr Orks, bitte. Weniger Geschwätz, mehr Orks. Ich hätte gerne weniger Orks. Wäre das irgendwie machbar? Irgendwie? No! No, 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 no. Oh, das hat sicher wehgetan. Ahaha, ich hab ihn getroffen. Ein Bogenschütze ist gefallen. Ja, wenn sie so dumm sind und sich treffen lassen andauernd. Oh, da oben ist ein Neujäger, das weiß ich. Jaha, danke für die Info. Ich hab bemerkt, dass die Bogenschützen fallen hier. Bereit eurem Geheiß zu folgen. Mein Bogen ist euer. Gebt mir eine Richtung. Mein Bogen ist euer. Ist ja nicht, weil du gibst mir ja nicht. Altes Schlawinerchen. Ich mag das hier. Hallo? Reicht? Hallo? Irgendwann ist genug, Leute, ja? Also, ich brauche auch mal eine kurze Pause. Ne? Dass der nicht müde wird. Der killt ja unentwegt Orks. Ne? Dass da auch irgendwie keine Zwischensequenzen oder sowas mal kommen. So von wegen, ich gehe jetzt in die alten Gemäuer und jetzt bin ich, gehe ich woanders hin und verteidige da die Borg. Aber, nee. Irgendwie hatten die Entwickler da, glaube ich, nicht so viel Bock drauf. So, safe. Okay, hier ist. Warte, die Kacke am Dampfen. Kann ich schon nichts, dass deine Füße wehtun. Halt weniger laufen. Tun ja deine Füße auch nicht mehr weh. Ne? Ein kleines Geschenk für dich. Und für dich auch. Ich könnte hier oben noch welche hinstellen, aber ich glaube, ich stelle die meisten da hinten hin. Hier so. Ne, standen da nicht auch schon welche? Hab ich da keine hingestellt? Ernsthaft? Oh nein, Gnolljäger. Gehen da direkt hoch. Halt, 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 halt. Ich muss gleich kotzen. Nee, 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 Freunde. Ein Bogenschütze ist gefallen. Nein, 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 nein. Ist das eine Leber? Ach, fuck. Kommen die durch? Nein, kommen sie nicht. Meine Paladine halten sie auf. Hoffe ich. Okay, hier kann man noch was ausbauen.
Das wird klasse. Für mich garantiert, aber für euch, ich bin mir dann nicht so sicher. Also für Oga in dem Fall. So, die sind fast down. Komm, die paar schafft mein Paladin auch noch. Und die da hinten. Genau, okay, der Paladin wurde revived. Kann ich mir das mal kaufen und das hier. Und das kaufe ich mir auch gerne. Ja, okay. Okay, mehr kann ich mir gar nicht kaufen. Das heißt, das lasse ich mal weg. Zurücksetzen. Das hier und das hier möchte ich kaufen. Okay. Ihr werdet zurückkommen. Zu dir komme ich doch immer zurück, mein Schätzchen. So. Ich diene dem Orden. Mein Bogen ist bereit, eurem Geheiß zu folgen. Alles klar, Bitches! Let's get ready to party! Ach komm, bitte, ja? So kleine Dinger. Are you serious? Eine Herausforderung für mich. Und für die Paladin auch nicht. Ich bin ja viel langsamer als sie, ne? Also nicht viel langsamer, aber langsamer auf jeden Fall. Mal, hatte ich hier nicht noch irgendwo ein einzelnes? Genau. Huch. Ein Pfeilhagel. Ach, ich liebe Pfeilhagel. Habe ich das schon jemals erwähnt? Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Pfeilhagel sind einfach so episch. Das wird mir mehr wehtun als dir. Ach nein, geschüttelt und gerührt. Außerdem erstochen. Es würde mich doch sehr wundern, wenn es mir mehr wehtun würde als Orks. Das wäre schon sehr, sehr seltsam. Aber es läuft bis jetzt ganz gut. Also so wirkliche Schwierigkeiten habe ich bis jetzt nicht. Und das möchte ich auch, dass das so bleibt. Und ich halte das Schwert immer noch für sau unnötig. Und hätte lieber, weiß ich nicht, den Hammer oder... Ja. Auf jeden Fall irgendeine andere Nahkampfwaffe, die mir auch was bringt. Ja komm, euch paar Lulatsches, da schaffen meine Bogenschützen auch noch. Aber hier sieht es gerade aus, als hätte mein Paladin anständig Probleme. Naja, jetzt nicht mehr. Ja, die Schilde des Ordens, bla bla blub. Ich dekoriere ein wenig um. Jo, das sieht doch ganz schön aus. Ich finde, ich bin ein guter Innenarchitekt. Verdammt, ich hatte den falschen Beruf. Ich hätte Innenarchitekt werden sollen. Nolljäger. Schon wieder. Warte, ich hab das für dich. Warte. Oh, schade. Hat nicht mehr gereicht. Na egal. Ich bin vergiftet. Ja, die Nolljäger können einen vergiften übrigens. Nur mal so nebenbei erwähnt. Stirb, du scheiß Nolljäger! Jo, das hat funktioniert. Super! Man? Irgendwie bin ich richtig gut. Ja, irgendwie bin ich richtig geil. So. Jo, jetzt kann ich beides nehmen. Ist das alles? Ist das... Also bitte, ja? Ich habe hier jetzt alles von dir gekauft. Jetzt übertreibt man nicht. Das wird nicht unbedingt angenehm. Also für die Orks nicht, nee. Aber das ist ja auch Sinn der Sache, dass das nicht angenehm für oder auch sein soll. Oder drüben ist meine Mütze. Einkassiert. Die bringt mir nur 100. Im zweiten Teil hat sie mir... wie viel nochmal gebracht? Ich glaube... 300. Auf jeden Fall mehr als 100. Fuck.
zu wenig. Für dieses bisschen Geld arbeite ich nicht. Ja, Feuerpfeile, so mag ich das. Mein Paladin rotzt auch alles weg. Ja, wunderschön. Ach, ist das schön. Ach ja. So, ich glaube, hier kommt keiner mehr durch. Das sieht echt krass aus. Einfach mal voll übertrieben, überall Fallen gestellt. Deswegen, ich habe sowieso so viel Geld. Da kann man das ja machen. Halt, stopp. Halt. Oh, oh. Nein, Bombenfischer, Bombenfischer mag ich nicht. Ah, die sollen da ruhig ein bisschen rankommen hier. Kein Problem mit. Wenn ich ihre Zahl trotzdem mal ein bisschen dezimieren könnte. Entschuldigung, Entschuldigung, sie werden sterben. Nicht schlagen, ich bin ein Mädchen! Ja, darauf kann ich leider keine Rücksicht nehmen, es tut mir furchtbar leid. Also in dem Fall zumindest. Normalerweise anders. So, okay. Letzte Welle? Jo. War kein Problem hier, ne? Kann man hier mal locker wegstecken. Ihr sterbt. Okay, Neuliger. Abhauen. Oh, ein gepanzerter Ogre. Das wird wahrscheinlich wehtun. Wenn der jetzt auch nach oben lang geht, na dann, gute Nacht. Und auf Wiedersehen. Alter, der verliert hier gar kein Leben. Oh oh. Ich glaube, ich brauche hier einen zweiten Paladin. Oh oh. Ich glaube, der Ogre ist auf Ärger aus. Auf mordsmäßigen Ärger war der aus. Hallo, warum unterstützt du deinen Kumpanre da eigentlich nicht? Gepanzerter Ogre gegen Paladin! Let's fight! Okay, wer gewinnt? Wer gewinnt dieses... Dafür wirst du sterben! Sag ich doch. Yeah, 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 der Festungen geschafft. Oh Mann, bin ich super gut, oder was? Oh yeah, war das das letzte Level? Ich weiß nicht, aber ich bin super krass. Fortfahren! Was kommt jetzt? Weberin des Wissens. Was bringt ihr mir jetzt? Genau, ich weiß es nicht. Hallo? Hallo? Anybody? Anywhere? Sie vereinte das Beste und das Schlimmste des Ordens in sich. Brillant, wunderschön und tödlich. Kam es überraschend, dass sie den Orden vor langem verließ, um durch die Spalte zu entkommen und sich ihr eigenes Königreich zu erschaffen? Sie hat sich die Horde untertan gemacht. Und kehrt nun zurück, um dem Orden eine Lektion über Demut und Unterordnung zu erteilen. Aber sie wird sich noch wundern. Mein Lehrling ist nicht empfänglich für Lektionen. Ganz und gar nicht. Ich kann es uns beiden leichter machen. Warum öffnest du mir nicht die Tür zu deinem Verstand? Naja, vor allem, weil du echt arrogant bist und dich anhörst wie ein Geschichtsbuch. Ich hätte mir denken können, dass du mal beim Orden warst. Du klingst wie der alte Mann. Nur weiblicher und hübscher. Ungezogenes Kind.
Dein Wille mag stark sein, aber ich werde ihn brechen. Okay, ich würde sagen, wir gucken noch mal schnell, was die Weberin des Wissens so kann. Und dann war es auch für heute. Die kann Schädelanatomie, Kopfschüsse verursachen 25% mehr Schaden und durch Kopfschüsse getötete Gegner erhöhen die Treffsicherheit. Dann kann man daraus ausbauen. Verbund mit den Fallen, durch Fallen getötete Gegner erhöhen den Mana-Fort um 5%. Zauberbuchverstärkung, durch Zaubersprüche getötete Gegner bringen 100% mehr Münzen ein. Und Spaltbewusstsein, die Spalt erhalten einen blitzerwerfenden Verteidigungszauber, das klingt ziemlich gut, auf jeden Fall. Leichtfuß, Spieler läuft 20% schneller, Freund in der Not, in der Nähe befindliche Wächter heilen den Spieler und Ork-Zombies, gefallene Orks stehen manchmal von den Toten auf und kämpfen auf der Seite des Spielers. Das klingt alles ziemlich geil und wir werden es im nächsten Part auf jeden Fall ausprobieren. Das war's für heute mit Orks Must Die. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Auf Wiedersehen.